Vergiss mich nicht, ja? Versprich es mir. Ich verspreche es. Ich liebe dich, John. John. Alles klar? Ja. Ja, alles klar. War es wieder der gleiche Traum? Ja. Soll ich nicht doch mitkommen? Mitkommen? Zur Beerdigung? Nein, Jane. Dann muss ich alleine durch. Bist du sicher? Ja, doch. Es wird Zeit. Ich muss mich vorbereiten. Im Herbst sind Beerdigungen trüb und traurig wie zu keiner anderen Jahreszeit. Überall sterben Blätter ab und fallen kraftlos zu Boden. Die Friedhöfe atmen Verwesung und erinnern die Menschen an die Vergänglichkeit ihres eigenen Lebens. Der Herbst lässt sterben. Früher hatte ich den Nebel und die länger werdenden Nächte gemocht. Heute nicht mehr. Vielleicht, weil ich älter geworden war. Der Tod schien mir als junger Mann noch unendlich weit weg zu sein. Nun begleitete er mich. Ständig. Er hatte mir einen Menschen genommen, dem ich sehr nahe stand. Nadine Berger. Sie war meinetwegen gestorben. Ihr Tod sollte mich treffen. Und meine Gegner hatten mich getroffen. Der Glaube an das Gute, daran, dass mein Kampf etwas in dieser Welt zum Besseren verändern würde, er war quälenden Selbstzweifeln gewichen. Hatte ich mich zu weit vorgewagt? Hätte ich den Kampf anderen überlassen sollen? Wäre Nadine dann vielleicht noch am Leben? Wir sind bald da, John. Ja, ich weiß. John, du weißt, dass du keine Schuld an ihrem Tod hast. Nicht? Was hättest du denn tun sollen? Du bist selbst schwer verletzt worden. Wie hättest du... Lass es bitte. Ich muss allein damit fertig werden. Und ich werde es auch schaffen. Alles, was ich jetzt will, ist, diese verdammte Beerdigung hinter mich zu bringen. Natürlich. Evoca, ein kleines Dorf in Irland. Die alten Giebelhäuser und Gärten waren gepflegt, die gepflasterten Straßen sauber. Ein Schild wies uns den Weg zum Friedhof. Mehrere Wagen parkten an dem schmalen Weg, der parallel zur Friedhofsmauer verlief. Einzig die Limousinen und modernen Sportwagen passten nicht in das Bild. Sie gehörten offensichtlich zu Nadines Kollegen aus der Filmbranche. Als ich ausstieg, spürte ich die Wunde an meinem Bein wieder. Geht's? Ja, so cool. Ich habe nur etwas zu lange gesessen. Wir betraten nicht alleine den Friedhof. Einige von Nadines Freunden erkannte ich wieder. Ich hatte sie auf ihrer Verlobungsfeier gesehen, wenn auch nur flüchtig. Zwei in schwarz gekleidete Männer zogen einen Holzwagen hinter sich her. Kränze lagen darauf. Auch unserer war dabei. Ich musste schlucken. Schaute verloren dem Wagen nach. Soko bemerkte meinen Schmerz. Er legte seine Hand auf meine Schulter. Gemeinsam schritten wir voran. Ich schaute mich um. Der Friedhof war klein, ruhig. Ein schöner Ort. Eine ältere Frau fiel mir auf. Sie musterte mich unaufhörlich durch ihren schwarzen Schleier. Schließlich fasste sie sich ein Herz und kam auf mich zu. Verzeihen Sie, sind Sie Mr. Sinclair? Ja. Mein Name ist Emily Berger. Ich bin Nadines Tante. Aber natürlich, Nadine hat mir von Ihnen erzählt. Hat sie das? Aber ja, sie hat sich immer sehr wohl bei Ihnen gefühlt. Als ich von Nadines Testament erfuhr und ihrem Wunsch, in Evoca beerdigt zu werden, wusste ich sofort, warum. Oh, Mr. Sinclair, Sie ahnen nicht, was das für mich bedeutet. Nadine war für uns wie ein eigenes Kind. Sie hat sie sehr geliebt. Ich verstehe es jetzt. Was verstehen Sie? Nadine hat oft von Ihnen gesprochen. Sie haben ihr das Leben gerettet. Ich weiß, gegen welche Kräfte Sie antreten, Mr. Sinclair. Nadine hat mir alles erzählt, von Dr. Tod, dem Nagel. Nur durch sie hat Nadine noch einige wunderbare Jahre erleben dürfen.
Durch mich? Nein, Sie wissen nicht, wodurch Nadine wirklich gestorben ist. Weder ich noch mein Mann haben damals verstanden, warum sie diesen Mitchell heiraten wollte. Ah, doch nun... Was? Nadine war sich immer bewusst, wie wichtig ihre Aufgabe ist, Mr. Sinclair. Und sie wusste auch, dass sie nie ein Teil davon werden konnte. Sie wollte auf keinen Fall, dass sie ihretwegen ihre Arbeit niederlegen. Das war der Grund, warum sie beinahe geheiratet hätte. Um einen Schlussstrich zu